Hallo, mein Name ist Miro Lippmann und ich bin Bauunternehmer aus Freiburg. Ich beschäftige mich in der Hauptsache mit der energetischen Sanierung von Altbauten und heute zeige ich euch mal, wie mir meine Wärmebildkamera Testo 870 dabei hilft. Gebäudeecken von schlecht gedämmten Häusern stellen geometrisch bedingt immer eine Wärmebrücke dar und können nur durch Anbringung von einer Außendämmung behoben werden. Erwartungsgemäß haben wir natürlich hier in der Heizkörpernische auch eine Kältebrücke bzw. Wärmebrücke. Und die sehen wir ganz deutlich, wie an der Tatsache, dass hier zwischen den Fugen von der Holzverkleidung auch die kalte Luft durchströmt. Aber das kriegen wir ganz einfach durch eine PU-Dämmung mit einer Alukaschierung hin und da erreichen wir schnell eine deutliche Verbesserung der Dämmwerte. Bei Gebäuden dieses Baujahres stellen natürlich die betonierten Bauteile, die ins Mauerwerk eingebunden sind und zur Außenfläche Kontakt haben, immer eine Wärmebrücke dar. Und die können wir natürlich nur durch Anbringung von einer Außendämmung beseitigen. Hier im Bereich des Fensterrahmens sehen wir eine Wärmebrücke. Und die hängt natürlich mit der Einbindung des Fensters im Mauerwerk zusammen. Und das sollte man auf jeden Fall überprüfen. Wir haben hier eine Kelleraußentür und die Undichtigkeit ist ganz eindeutig zu erkennen. Die stellt natürlich dann einen erhöhten Wärmeverlust dar und in diesem Fall würde ich den Austausch der Tür empfehlen. So, jetzt sehen wir nochmal ganz deutlich von außen hier die dünneren Wände im Bereich der Heizkörpernische und die damit verbundenen Wärmeverluste natürlich und dass wir hier sanierungsbedürftige Fenster haben, die ausgetauscht werden müssen. Mit meiner Wärmebildkamera Testo 870 konnte ich jetzt schnell und einfach alle Schwachstellen des Gebäudes aufdecken und kann so meinem Kunden ein adäquates Angebot für seine energetische Sanierung machen.